Freunde der allgemeinen Grand Theft Auto Unterhaltung. Wir sind heute mal in der Vergangenheit unterwegs, und zwar bei GTA Online auf der Xbox 360. Einer oder mehrere Male fehlen und werden von der Gruppe der Himmel geht, aber ich selbst von das Spiel, ja? Die Xbox 360, du. Was fehlt mir denn jetzt hier? Ein so ein Paket. Festive Surprise. Ist das nicht schon längst wieder abgebrochen oder so? Ja, also ich sage, es ist Time of Old Gender, ist die Oldtimer-Technik wieder am Start. Na komm, lade mal durch hier. Beweis mir mal die Leitung, mein Freund. 102, ne, erforderlich, ich hab 28 MB, das ist halt... Pups. Komm. Schnell, schnell, schneller, schnell. Ja, wir schauen mal ein bisschen vorbei. Grafisch ein bisschen nostalgisch werden hier. Warum lädt denn so lange langsam runter? Kriegen die Server nicht schneller rüber gespielt hier? Meine 100K-Leitung zerrt da bestimmt wie so ein wild gewordener Wolf an der Leitung von denen. Repair das Zeug. So ein T-Rex. Das kam jetzt geil raus. Ein T-Rex. Oh yeah. Schau mal, T-Rex. Super 63%. Yeah. Ist gleich abgeschlossen. Das kann ja nicht sein, ne? Vorhin habe ich ein 125 MB Update innerhalb von 5 Sekunden runtergeladen. Und das ist ja 100 MB weniger locker, knapp hier. Fast. Das braucht länger. Naja gut, danach soll es aber klappen, oder? Ah, ist schön mal wieder auf der 360 zu sein. So. Will er jetzt oder nicht? Ich bin gespannt, ey. Ich meine, alles, was wir jetzt auf der One so erlebt haben, gemacht haben, ist ja hier sozusagen gar nicht passiert. Wir haben weder die Autos und so und wie, was weiß ich, unser Geld und so, ist alles wie damals, wo wir aufgehört haben. Eigentlich haben wir zwei GTA Online, ne? Ich könnte zwei machen. GTA Online 1 und 2 auf der 360 und auf der One. Und dann nochmal PC, drei GTA-Folgen pro Tag. Ja. Nein, stimmt nicht. Das wäre mir wirklich ein bisschen zu umständlich. Und wo sind wir denn hier? Ach, guck mal, wir haben sogar noch unsere alten Klamotten hier, womit wir das verlassen haben. Und wir haben 4 Millionen. Level 204. Guck mal, da erkennt man grafisch schon viel, ne? Guck mal, wie das hier aussieht. Und dann auf der One sah schon ganz viel detailgetreuer aus. Auch der Bart, guck mal, wie der hier so... Der wirkt hier so wie angemalt aus. Auch der Radar ist ja hier ganz anders. Boah, old school. Ich hab das kaputt gemacht. So, wollen wir mal gucken, was wir denn hier so zu bieten haben in der Garage. Ne? What you need, boss? Some wheels? I can bring them round. Furore GT, ach du Scheiße, was hier noch für Autos alles sind. Hier sind Autos dabei, die wir schon längst verkauft haben. Hier die Kokette. Guck, die haben wir doch verkauft, die arme Karre. Komm, stellen wir. Hier haben wir sie noch. Carter Carlo, so sieht man sich wieder. Was haben wir denn hier an Waffen? Boah, das sieht alles so anders aus. Also wenn du so lange jedes Mal eine neue Version gezockt hast, merkst du erstmal, wie das sich grafisch dann doch verändert hat. Ist schon krass. Thank you.
Da ist er. Auch mit dem Controller fühlt sich das jetzt voll komisch an. Ach, hier ist die Handbremse noch auf A. Wie schön ist das denn? Du kannst jetzt 3 Immobilien besitzen. Naja. Naja, stimmt. Haben wir ja bei der Next Gen schon. Tja, nicht viel. Ah, los. Gut, was ist jetzt? 3:45 gerade hier. Sind bestimmt alle in der Schule oder auf dem Weg nach Hause oder so. Tja, leider, egal. Wir sind ja jetzt hier 2-3 Folgen am Start auf der Old Gen. Das ist Grafik, ne? Einfach alles ist so anders. Ungewohnt. Was sagen denn die Fahrzeuge und so? Haben die, was haben die denn hier alles so bekommen? Wahrscheinlich dasselbe oder weniger, weiß ja gar nicht. Haben die auch dieses ganze Zeugs hier? Hm. Also wenn ich mich nicht täusche, fehlt da doch irgendwie was, ne? Warte mal. Aha. Na? Na guck mal, dieses U-Boot haben die hier zum Beispiel gar nicht. Den neuen Monster Truck haben die auch nicht. Was hier alle fehlt, ne? Ist schon krass. Was wir haben und die, ne? So was Next Gen hat und die alte hier. Hm. Tja. Passiert, ne? Ist unglaublich. Mann. Retro hier. Ich glaube Folge 414. 413 war die letzte Folge hier auf Next Gen. Hier auf der Old Gen, meine Gott, Next Gen. Auf jeden Fall Folge 413 war die letzte auf der 360. Schon ein Weilchen her. 2 Monate ungefähr. Ein paar gequetschte. Ja. Heavy. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ich glaube, hier haben wir auch noch, hier haben wir ja nur 16 Spieler Platz, ne? Keine 30. Hier ist alles wie früher. Wie viel Geld haben wir eigentlich bei GTA auf der One? Weiß ich gar nicht. 4 Millionen? 5 Millionen? Ich glaube irgendwas 4 und ein paar gequetschte, oder? Oder waren doch 5? Mann. Also ich mag mich erinnern, wir hatten ja 2 Häuser. Warte mal. Ach. Die Garage haben wir noch hier gekauft damals. Auf der One haben wir die schon nicht mehr. Da habe ich die abgegeben. Und das Apartment haben wir. Ja, hat sich schon ordentlich was getan. Ne? Level haben wir jetzt unbedingt nicht viele gemacht. 5 Level oder so sind wir aufgestiegen. Aber darauf setzen wir den Schwerpunkt nicht. Wir spielen ja nicht so oft... Deathmatch oder sowas. Sollten wir vielleicht mal machen, ne? Bisschen mehr Deathmatches und so. Überhaupt mal wieder Rennfahren so, aber ich fahre halt viel lieber so Sachen und mache auch lieber Deathmatches, wenn wir halt zusammen zocken mit vielen Crewmitgliedern und natürlich welchen bei mir im Teamseek hier, Dawid und so. Aber Dawid ist immer noch am Renovieren. Das dauert noch ein little bit. A little bit. Ich rieche Frikadellen. Heute gibt's Frikadellen in der Villa Onkelus. Villa Onkelus hier.
Ach, guck mal an. Den goldenen Terror-Adder hatten wir ja auch schon. Tja, die hat sich nicht viel geändert. Die Krokette ist weg und der ist weg. Und der hier, ich weiß nicht genau, ob der noch da ist. Uiuiui, der goldene Terror-Adder. Hallo, alte Version. Hast ja wohl keinen Rost angesetzt. Tja! Incredible line. Der Johnny und der Carter, die haben wir auch lange nicht mehr gesehen, ne? Oder einer von denen auf der One schon mal, ich weiß das gar nicht mehr, meine Güte, ich habe da voll keinen Überblick über die Leute, wer auf der One schon mal bei uns war und wer nicht. Jetzt will ich mal in die Werkstatt was nachgucken. Fahre natürlich den behämmertsten Weg. Doof. So, warte mal. Ach, guck mal. Die haben hier gerade die Ego-Perspektive haben sie auch nicht. Stimmt ja. Oh ja, fast vergessen. Boah, ja. Also wenn man einer ist, der nur GTA zockt, der eine Xbox nur hat, um GTA 5 zu zocken, der sollte beides verkaufen, eine One und GTA 5 holen. Oder halt eine PlayStation 4 und GTA 5 oder auf die PC-Version warten, weil ja, ich weiß nicht, das wirkt hier wie so abgeschnitten. Das ist echt krass ohne diese ganzen neuen Funktionen, an die wir uns jetzt gewöhnt haben. Neon haben die auch nicht? Ach du Scheiße, was ist denn los hier? Also die lange Halt stand hier aber nicht aus, hier ist ja nicht mal Neonlicht. Was ist denn das? Warum tun die den Leuten das an hier, die armen Oldgen-Jungs? Ein bisschen Neon sollten sie ja wohl noch hinkriegen, oder? Guck mal, die Weitsicht ist... Ich will jetzt nicht die alte Version madig reden. Wir haben hier lang genug auf ihr gezockt. Naja, also Spaß haben wir auf jeden Fall gehabt. Aber es ist einfach ein fetter Unterschied. Sowohl grafisch, ja gut, der Verkehr ist immer noch so behindert. Der blockiert dich immer noch. Habt ihr gesehen, wie der rübergezogen hat? Der wollte uns direkt mal begrüßen. Ja, überhaupt die Weitsicht, die Grafik, die Funktion, die Waffen, die Fahrzeuge, was hier alles so eigentlich, ne, nicht vorhanden ist. Da sieht man eigentlich dann doch, wie viel auf der Next Gen neu ist. Ist schon eine Nummer, ja. Nicht der Mega-Kracher, aber ist schon eine Menge. Ja, die Bankheists sollen sie ja hier doch kriegen. Doch hoffe ich ja auch zumindest. Wäre schon mies, wenn die alten... Die PlayStation 3 und Xbox 360 Zocker keine Heists bekommen. Das wäre ja mega fies. Ich meine, die haben jetzt schon kein Neon und so weiter und so fort. Das ist ja jetzt schon traurig genug. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Ich weiß noch damals, wie wir hier mit Slay Missive durchgeplaystert sind überall. Boah, die Zeit vermisse ich auch. Das war schon eine coole Zeit, wo wir mit den Jungs gezockt haben. So schnell sehen wir die ja eh nicht wieder. Ich meine, die PC-Version wurde ja mal wieder verschoben. Und die zocken ja auch für PlayStation 4 währenddessen. Und ich glaube nicht, dass ich jetzt mal eben eine PlayStation 4 mit GTA 5 ranhole. Vor allem, weil... Ja, da müsst ihr ja auch wieder von neu anfangen. Ich meine, das wäre ja schnell gemacht. Ich brauche ja eh nicht großartig viel. Ein paar Waffen da finde ich. Schnelles Auto reicht mir dann auch schon. Aber ja, egal. Slay Missive ist vorerst nicht realisierbar. Vielleicht in einem anderen Game, aber nicht bei GTA erstmal. Glaube ich. Würde mich wundern, wenn die plötzlich One zocken. Ah, vielleicht sieht man sie auf der PC-Version wieder oder so. Naja. Okay. Guck mal da, dieser Grafikfehler im Wasser gerade. Wenn man sich bewegt. Geil. Diese Skyline. Oi. Diese Schärfe. Hedy ist da.
Ach, übrigens wollte ich Bescheid sagen, hier auf der Old Gen. Wenn ihr einen Let's Play Onkel trefft, dann bin das wahrscheinlich nicht ich. Hier rennt nämlich einer rum, der sein Gamertag ist genau wie meiner eigentlich. Da ist nur eine 0 anstatt ein O. Das ist halt der Faker und viele beschweren sich, dass die mal abknallen. Aber hab ich die noch nie gesehen in einem Spiel. Also lasst euch da nicht trollen. Ihr erkennt es ja an meinem Charakter eigentlich und die Fahrzeuge und so weiter. Und ich habe noch nie wirklich sinnfrei irgendwelche Leute abgeschlachtet. Ganz selten. Und wenn ich das mache, dann seht ihr das ja auch in einem Let's Play, hier in der Folge. Ist schon heavy. Also lasst euch da nicht so trollen. Den Weg zum Anwalt gehe ich nämlich nicht, aber ich keine Lust zu diesen Identitäts-Ding-Dong und sowas. Das ist doch Schwachsinn, ey. Faker soll Faker bleiben. Ich kenne ihn ja eigentlich schon ziemlich lange, den Typ. Also gut. Wir sehen uns mal in der nächsten Folge. Und dann gucken wir mal, ob wir hier ein paar Missionen machen auf der alten 360. Cool. Okay. Vielen Dank. Und bis zum nächsten Mal. Euer Onkel.